unser Praxistipp. Strukturen für den Schweller zu erzeugen mit Sika Flex 529 Evolution in Ocker oder seit neuem auch in Schwarz. Dazu nehmen wir unsere Spraygun mit 6 Bar Anschlussdruck. Hier gibt es eine Grundeinstellung. Hier vorne die Kappe um 2x 360 Grad drehen. Die untere Luftschraube um 2x 360 Grad drehen. Das ist die Grundeinstellung. Strukturen stellen wir ausschließlich mit der Farbnadel ein. Je weiter raus, je gröber. Wir können ein kurzes Farbmuster machen. Etwas zu fein. Wunderbar. So einfach ist die Struktureinstellung zu machen. Beim Schweller hier unten haben wir eine etwas dickere Naht, die legen wir einmal vor. Und dann gehen wir von oben nach unten in den kurzen Weg. Wie gesagt, auch in Schwarz, auch hier eben das Gleiche. 2x 360 Grad aufdrehen und mit der Farbnadel die Struktur einstellen. Fertig. Pistole zudrehen. Alle Schrauben zudrehen. Und mit einem trockenen Papiertuch einmal sauber machen. Pistole fertig für den Schrank. Müssen wir nur noch das Klebeband für die Kante sauber abziehen. Ockerfarben. Für die Überlackierung. In allen Farben oder schwarz, wenn ich es nicht lackieren möchte. Als zweiten Praxistipp gibt es die Möglichkeit, mit dieser Pistole Nähte und Strukturen nachzustellen, die zum Abdichten geeignet sind. Dafür gibt es einen speziellen Kopf, der hier aufgebracht wird, der festgezogen wird. Die Luftpistole ist unten geschlossen. Dann kann ich die verschiedenen Nähte, Düsen für Nähte aufsetzen. Brauche wieder meine 6 Bar Eingangsdruck. Und nur die Farbnadel, die die Dicke der Naht darstellt und auch die Arbeitsgeschwindigkeit darstellt. Und somit kann ich dann meine Nähte ziehen. Glatt, wenn ich es möchte, strukturiert. Oder man kann auch eben einfach mit der Pistole auch ein klein bisschen sich die Nähte dementsprechend anpassen, um die ursprünglich einzelnen Originalbilder nachzustellen. Hier gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, außer der Flachdüse, eine Bördelnahtdüse, um Neuteile abzudichten, mit einer Strukturdüse, um überlappende Bleche abzudichten. Natürlich auch ganz normale Standarddüsen, um dementsprechend andere Nähte zu legen. Damit das Ganze vereinfacht ist, haben wir das als Easybox gepackt, wo wir alles drin haben. Wir haben hier Arbeitseinleitung mit allen Materialdaten, mit Barcodes für Videos, 3 Kartuschen im System
und dementsprechend die Düsen von jeder Sorte 3 im System, inklusive eines Pinsels, so was der Kollege alles immer zusammen hat, was man zum Arbeiten braucht.